Am späten Nachmittag in der Rush-Hour beherrscht die Straßen Manhattans eine beinahe unverhältnismäßig große Anzahl von Taxen. Die Fahrzeuge sind an ihrer auffälligen gelben Farbe unschwer zu erkennen. Sie machen ja Zäune hier, wissen Sie, um die Leute besser zu kontrollieren, dann hat es nicht den Fall. Was nennen die hier? Was macht die? Rikscha. Diese Rikscha, aufpassen, meine Damen und Herren, weil es kann sehr teuer sein. Wissen Sie, es kann ja bis zu 3, 4, 5, 7 Dollar pro Minute sein. So, aufpassen, wissen Sie, Sie müssen immer den Preis fragen. Eine sehr interessante Straße hier, vor der 42. Straße. Das ist das Südende von Times Square. Und ich habe Ihnen schon gesagt, Times Square geht ja von 42 bis 47. Straße. Ja. Und wie Sie haben gesehen, ist eine Fußgängerzone. In der vom Broadway abzweigenden Wall Street fällt durch seine klassizistische Tempelfassade das Gebäude der New Yorker Börse ins Auge. Als ein internationales Zentrum des Wertpapierhandels ist sie heute die größte Börse der Welt. Auf unserem weiteren Weg stoßen wir auf den aggressiven Wall Street Bull. Hier muss natürlich ein Erinnerungsfoto her. Ihm gegenüber steht die Skulptur eines kleinen Mädchens, das sich mit Pferdeschwanz, die Hände in den Hüften und erhobenem Kopf dem Tier selbstbewusst entgegenstellt. Die Staten Island Ferry bietet eine Verbindung zu der etwa 5 Meilen südlich von Manhattan in der Mündung des Hudson Rivers gelegenen Insel Staten Island. Insbesondere während der Dunkelheit ist die etwa 25-minütige Fahrt mit Ausblicken auf die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan ein Erlebnis.
Ein längerer Aufenthalt auf Staten Island war allerdings nicht geplant. Und so ging es mit der nächsten Fähre wieder zurück nach Manhattan. Hochhäuser gibt's auch im Nachbarstaat New Jersey. Manhattan ist eben doch Manhattan. Gut zu erkennen ist die den East River überspannende Brooklyn Bridge. Wer steht denn da auf einer Sitzbank? Tja, außergewöhnliche Aufnahmen kommen eben auch nicht von nichts. Zu unserem nächsten Ziel fahren wir auf dem Franklin Roosevelt Drive am Westufer des East River entlang. Wir passieren die bereits Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete Brooklyn Bridge, welche Manhattan mit dem gegenüberliegenden Stadtteil Brooklyn auf Long Island verbindet. Dann folgt die nur etwas später erbaute und ebenfalls als Hängebrücke ausgebildete Manhattan Bridge. Hinten erkennen wir das Empire State Building, welches heute Abend rot erleuchtet ist und sich so von der umgebenden Bebauung deutlich abhebt. Wir haben ein Hofbräuhaus hier in New York. Da ist es da. Stell dir vor. Nach dem Verlassen der Uferstraße fahren wir ins Zentrum Manhattans. Hier finden wir zunächst eine abendliche Baustelle. Doch dann erreichen wir den vor mehr als 100 Jahren eröffneten U-Bahnhof Grand Central Terminal, welcher noch heute weltweit als größter Bahnhof seiner Art gilt. Dem gerne als Palast des Reisens bezeichneten Gebäude drohte jedoch vor einigen Jahrzehnten der Abriss. Als prominente Unterstützerin einer Bürgerinitiative setzte sich die Witwe des ermordeten Präsidenten Jacqueline Kennedy Onassis erfolgreich für die Rettung des Baudenkmals ein. Ende der 80er Jahre begannen die Renovierungsarbeiten an den oberirdischen, teilweise verfallenen Gebäudeteilen und etwa 10 Jahre später wurde das aufwendig restaurierte Gebäude wieder eröffnet. Es gibt, meine Damen und Herren, 68 die Spannsteige, also über 40.
wirklich leise leben gestern, ja? Also, zwei Etagen sind sie. Also, die Züge sind auf zwei Etagen, meine Damen und Herren. Und müssen Sie ganz, kennen Sie gute Geschäfte, Läden, alles mögliche und da. Also, ganz tolle Blick. Wieder draußen sehen wir die Spitze des Chrysler Buildings, während einer einsam vor sich hin dudelt. Wir steigen in unseren Bus und fahren noch einmal durch den Hudson-Tunnel. Jetzt sind wir wieder in New Jersey, wo wir heute in unserem Hotel ein letztes Mal übernachten.